Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Wettkampfsaison, die beginnt so langsam und für einen richtig guten Wettkampf braucht man auch eine gute Taktik. Aus dem Grund schauen wir uns heute an, wie du die Taktik für dein Rennen optimal schon im Voraus legen kannst, damit dann im Wettkampf eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Also legen wir gleich los. Zuallererst solltest du dir mal überlegen, auf welche Endzeit, unabhängig davon, ob es jetzt ein Straßenlauf oder ein Bahnlauf ist, du denn eigentlich laufen willst. Angenommen, es ist ein 1500 Meter Bahnlauf und du willst 4 Minuten 20 laufen, dann kannst du dir da schon mal ausrechnen, was du zum Beispiel für Rundenzeiten du brauchst, was der Kilometerschnitt ist. Das gleiche gilt aber auch für einen Marathon auf der Straße, da kannst du dir auch die Endzeit ausrechnen. Da wirst du dann weniger mit Rundenzeiten arbeiten, sondern eher mit Kilometerzeiten. Und das zählt auch schon zur Taktik dazu, dass du dir das im Vorhinein mal ausrechnest, anschaust und während dem Wettkampf gilt es dann eigentlich nur noch diese Taktik umzusetzen. Entweder du hast an der Strecke verteilt Betreuer oder Familie, die dir die Zeiten reinrufen können und dir ungefähr sagen können, wo du bist. Beim Marathon geht das auch recht gut, weil da hast du ja auch immer auf der Strecke meistens Zwischenzeiten, wo dann auch schon die Zeit vorberechnet wird, die du am Ende haben wirst. Und wenn dir das wer reinruft, dann kannst du da recht gut arbeiten. Optimal kann es auch sein, dass du dir bereits zu Hause in deinen eigenen vier Wänden einmal deinen Rennplan durchdenkst. Gibt es vielleicht Pacemaker, die den Marathon vielleicht eh schon in deiner gewünschten Zielzeit angehen, dann kannst du dich natürlich an diese halten. Andererseits kannst du auch schauen, ob du andere Teilnehmer findest, die ein ähnliches Leistungsspektrum wie du abdecken und dann eben mit diesen ins Rennen starten und vielleicht sogar da vorher schon connecten. Ansonsten schreibst du dir auf, was möchtest du erreichen, wie kannst du das Ziel am besten erreichen, das heißt zum Beispiel, du möchtest bei Kilometer 5 bei 15 Minuten durchgehen, das wäre jetzt zum Beispiel im Optimalfall für mich, aber natürlich für dich musst du es adaptieren und dann kannst du schauen, wenn ich alleine laufe, dann mache ich das, wenn ich in einer Gruppe laufe, dann darf ich das machen, ich kann maximal so schnell laufen, darf maximal so langsam laufen, um mein Ziel noch zu erreichen und so kannst du abdecken, dass du eben nicht komplett überpaced, aber auch nicht unter deinen Erwartungen dann ins Ziel kommst. Eine Taktik wird auch oft leichter umzusetzen, wenn du nicht alleine bist. Sprich dich einfach vor dem Wettkampf ab, bei Straßenläufen, wenn das Startfeld in Blöcke eingeteilt ist, dann ist das Feld eh schon in die gleichen Zeiten ungefähr eingeteilt, also falls du dich mit niemandem gleichzeitig angemeldet hast, den du ohnehin schon kennst, kannst du dich dann auch an der Startlinie mal umhören, wer denn welche Zeit ungefähr laufen will und so kannst du vielleicht deine eigene Gruppe bilden, weil in der Gruppe geht es dann auch leichter als alleine. Zu guter Letzt kann man dann noch, wenn man für seine Renntaktik alles bereit hat, noch einmal schauen, dass wirklich das ganze Equipment passt, das heißt die Schuhe bereit sind, der Startzeit geplant ist, wo stehen die Leute, die dich anfeuern, die dir die Verpflegung geben. All das gehört ja eigentlich auch zur Taktik dazu, weil wenn nur das alles passt, dann wirst du gut performen können. Und dann musst du dir halt überlegen, noch zu guter Letzt, wenn zum Beispiel das Wetter schlechter ist an dem Tag, wo du aufwachst, wie adaptiere ich dann meine Taktik? Wenn es wirklich stürmt, dann musst du natürlich hier Änderungen durchführen. Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn es extrem heiß ist? Das sind aber alles schon Dinge, die solltest du dir schon im Vorhinein überlegt haben und nur dann in deinen Plan ummünzen. Oder was passiert zum Beispiel, wenn sich irgendwie in der Strecke noch etwas ändert, was eh sehr selten vorkommt. Aber all diese Umstände, die passieren können oder eintreten können, dass du die im Vorhinein schon immer einmal abspeicherst, dass wenn es der Fall sein sollte, hier ein optimaler Plan B, der dann der Plan A wird, eingeleitet werden kann und du hier nicht komplett in Verzweiflung und Planlosigkeit endest, sondern trotzdem vollen Fokus nach vorne richten kannst. Das waren dann auch schon wieder unsere heutigen vier kurzen Tipps zum Thema Renntaktik. Wenn du noch weitere Tipps hast, wie immer unten die Kommentarbox nutzen. Ansonsten ganz wichtig, Ruhe bewahren, kühlen Kopf bewahren und das machen, was schon immer gut funktioniert hat. Wenn vielleicht jetzt ein Rennen bei dir in nächster Zeit ansteht und du noch genauere Tipps oder Inputs zu deiner Renntaktik brauchst, dann kannst du uns das auch gerne unten in die Kommentare schreiben und wir helfen dir gerne weiter. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer gute Vorbereitung, viel Spaß beim Training und wir hören uns dann natürlich, wie gewohnt, nächste Woche wieder. Viel Spaß!